Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII. Wir, also Cloud Strife und Aerith, flüchten gerade. Wobei ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, warum eigentlich. Es lief ganz gut, ich habe alle kaputt gehauen und jetzt laufen wir plötzlich weg, weil uns irgendwelche Geister gerettet haben oder davon abgehalten haben, dass ich den rothaarigen Kerl töte im Grunde. Naja, wir laufen. Darf ich auch da lang laufen? Von wegen optional Loot und so? Nee, okay. Also die Dementoren sind jetzt unsere Freunde anscheinend. Warum, wissen wir noch nicht. Was soll das? Sie scheinen sich uns in den Weg zu stellen. Aber warum nur? Hast recht. Durch das Loch dort. Okay, ich sehe schon, hier gibt es keine optionalen Schätze, keine Sonderwege. Einfach aufs Dach und fertig. Hey, aber wenn die physikalisch mit uns interagieren können und uns den Weg weisen, warum fliegen die uns nicht einfach hoch gleich? Wo sind sie? Ich meine ja nur, wäre ein netter Service. Dort oben! Alles okay? Ich glaube schon. Oder auch nicht. Wehe, ihr verletzt sie. Dann seid ihr so gut wie erledigt. Jawohl. Wir brauchen sie lebend. Was ist das? Lauf weg! Keine Bewegung! Nicht schießen, habe ich gesagt. Ja, aber... den abtrennen. Ein Kronleuchter. Der gute alte Kronleuchter, ne? Was würde man ohne den machen? Aber wie komme ich denn dahin, Cloud? Warum hast du keine Pistole oder sowas? Das wäre echt nützlich. Sollte gehen. Was soll das her? Wir kommen nicht ran! Was ist das? Magie? Ist schon witzig, finde ich, oder? Das Kronleuchter im Videospiel-Klischee. Jeder Boss, jeder Gegner kriegt früher oder später den Kronleuchter auf den Kopf. Komm, Cloud. Die Steuerung hier ist auch etwas... ja, anders. Jetzt! Okay. Dann auch noch daneben. Oh nein, jetzt geht's hier gar nicht weiter. Ich hasse das. Au. Das haben wir verdient, Cloud. Hier lang, hier lang! Vielen Dank! Verschwinden wir! Cloud, hilf mir mal! Krabbel doch einfach unten durch, Mensch. Videospiellogik immer. Erster, ich gehe zuerst. Haha. Sie sind aufs Dach geflogen. Ihnen nach? Nee, wir hauen ab. Nee. Aber sie entkommen! Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Das ist immer so ein bisschen ne, Videospiellogik. Warum flüchten wir jetzt eigentlich genau? Da waren drei normale Standardsoldaten und ein halbtoter Boss. Greifen Sie uns nicht an! Bleib dicht bei mir. Oh, du starker Mann! Hat was auffällig geleuchtet. Was ist denn das? Eine Schatzkiste mit Wachmacher. Den könnte ich jetzt auch brauchen. Ich habe vorher schon überlegt, mir einen Kaffee zu machen. Ich wollte mir jetzt echt bevor sie uns einholen. Vor der Aufnahme dieser Folge einen Kaffee machen.
Aber da hätte ich erst die Kaffeemaschine sauber machen müssen. Da hätte ich keinen Bock. Aber vielleicht mache ich mir nach der Folge doch noch einen Kaffee. Aber ich habe heute wieder einen tighten Zeitplan. Ich habe gar keine Zeit mehr, mir Kaffee zu machen. Sie sind... einfach verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt... ach, vergiss es. Vielleicht wollten sie mir Kaffee machen. Komm, gehen wir. Das wäre nett von denen. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten neben dem Pfeiler ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Ja. Das, ich musste gerade spontan ganz stark an Resident Evil 5 denken. Das Dorf, in dem man am Anfang in Resident Evil 5 unterwegs ist, besteht auch fast nur aus Plattformen, Leitern und kleinen Hütten. Das musste ich gerade vom Stil her und von der Architektur her vor allem sehr stark dran denken. Resident Evil 5 und war schon noch in Ordnung. Was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Resident Evil 5 war natürlich nicht mehr Resident Evil 4. Bei weitem nicht. Aber es war immer noch ein nettes Spiel, finde ich. Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinra's Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Pass auf, hier wird der Weg enger. Ja, danke. Das hätte sie gar nicht gemerkt, dass der Weg hier enger wird, wenn du das nicht gesagt hättest, Cloud. Danke fürs Bescheid sagen. Sie wäre wahrscheinlich einfach so bam geradeaus in die Schlucht gelaufen und gestorben, wenn du nichts gesagt hättest. Du bist ein echter Held, Cloud. So. Achso, da ist eine Leiter. Ich habe gerade überhaupt nicht gecheckt, wie es hier weitergehen soll. Ich habe nur die Markierung gesehen. Ich dachte, die kriechen jetzt unten durch den Spalt durch oder so. Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Habt ihr das gesehen? Cloud hat dir gerade unter den Rock geguckt. Ganz eindeutig. Cloud. Come on, dude. Das geht gar nicht. Warte! Nun warte doch mal! Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Du bist aber auch ein bisschen nervig, Aerith. Also wirklich. Ich kann Cloud verstehen, dass er da ein bisschen patzig wird. Come on. Die ganze Zeit nur Ansprüche stellen. Nur die ganze Zeit Ansprüche stellen. Nicht mal irgendwie meine Söldnerdienste bezahlen können. Irgendwas. Und in diesem Viertel eigentlich niemand? Also. Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Und dann auch noch Ansprüche stellen. Weißt, ich bin hier der Nice Guy, der selbstlos quasi dir jetzt hier geholfen hat. Einfach so, weil ich nett bin. Und du bist nur am Rummotzen. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Aber Cloud ist auch nervig. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Eben. Oh nein! Cloud ist auch Captain Obvious hier. Hier, der Weg wird hier eng. Nicht runterfallen. Hab ich mich erschrocken. Die Leiter ist alt. Vielen Dank, Cloud. Nicht runterfallen. Sieh mal, der Wall.
Ja, weil es schon alt ist, nicht runterfallen. Ich bin nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Sollten vielleicht ihr drunter. Lebensmut ist richtig ansteckend. Ja, aber Hubschrauber. Mehrere Hubschrauber. Hubschraubären quasi. Vielleicht sollten wir von den Dächern runter, anstatt hier über irgend so eine potenzielle Außenwelt zu quasseln. Können wir später auch noch machen. Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Kannst du mal fertig rübergehen, damit ich nachkommen kann? Das sage ich. Was soll denn das hier? Gehört nicht zum Job. So. Langweiler. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Ich zuerst! Und Fusion! So fusioniert man also. Eine Fusionsröhre. Wir sind schon wieder auseinander geglitscht, aber kurz waren wir eine Person. Crazy. Schaffst du das? Natürlich. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Ich hasse Aerith. Es tut mir leid. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, sie ist ein Fan-Favorite und so. Wo willst du hin? Aber ich hasse sie. Meine Güte, geht die mir auf die Nerven. Ich glaube, diese Froschdinger haben wir noch gar nicht gescannt. Nee, ich muss echt mal. Okay. Analyse! Wie viel muss ich denn noch analysieren, damit Analyse aufsteigt? Mensch. Igelfloh! Ein Igelfloh. Dieses Lebewesen war ursprünglich in freier Natur beheimatet, erreichte jedoch, angezogen von der Fülle an Nahrung, die Slums von Midgar, wo es sich unkontrolliert vermehrte. Es greift mit den Stacheln auf seinem Rücken an und kann auch Magie wirken. Krass. Du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. No.
das ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Guck mal, guck mal. Sei ruhig. Nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Schaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Hey, Cloud, warte doch! Unsere Fabrik steht sicher. Hier alles in die Luft zu sprengen, diese Vollidioten. Genau, da hören wir es schon. Bin auch leider ein bisschen leise. Aber die Propaganda hat schon gewirkt quasi. Die halten uns für Agenten aus Wutan, damit die dann den Krieg anzetteln können. Warum die das machen wollen und sowas, das werden wir alles noch erfahren, aber... ja. Ach komm, ich kaufe jetzt einfach mal die ganzen einmal zumindest, die wir noch nicht haben. Die ganzen Materia. Sodala. Ruhen wir uns kurz aus. Warum nicht, oder? Einmal kurz chillen. Einmal kurz chillen, bitte. Mit extra Mayo. Dankeschön. Sodala. Energy Drink Potion. Sind das die, die wir auch haben im Inventar? Aber die heißen wahrscheinlich im Deutschen nicht Potion, ne? Die heißen einfach nur Heiltränke, aber wahrscheinlich sind das die. Das sind unsere Energy Drinks. Naja, Leute, jetzt machen wir für heute mal Schluss und morgen schauen wir uns mal kurz Aerith an. Die müssen wir, glaube ich, erstmal noch ein bisschen ausrüsten und so. Mit Materia versorgen. Mal schauen, was die hat, was die kann, was die braucht. Ihre Waffe hochstufen, sowas. Naja, bis dann. Ciao.